Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu The Long Drive. Was liegt denn hier? Weiß ich gar nicht. Irgendein Stück irgendwas. Okay, wir fahren mal noch weiter. So, ich möchte mal sehen, was sonst noch kommt. Ich weiß jetzt halt überhaupt nicht, was das für ein Motor ist. Auch wenn es da Diesel gibt, woher soll ich wissen, ob das ein Diesel- oder ein Benzinmotor ist? Wir haben ja hinten im Kofferraum, man sieht ihn hier, haben wir ja einen neuen Motor, den wir da hier mitgenommen haben. Der sieht irgendwie, sieht ja ein bisschen dicker aus. Das Öl könnte ich aus unserem jetzt rauskippen. Der ist ja voll mit 5 Litern. Aber ich weiß eben nicht, ob der dann meinen Sprit nimmt. Andererseits könnte es gut passieren, dass wir den verlieren. Eigentlich will ich schon mal ausprobieren. Und es ist auch noch Tag. Komm. Könnte natürlich sein, wir bleiben stehen. Aber dann können wir immer noch den wieder umtauschen. So, den hier. Dismounten. Und dafür den hier mounten. Der ist ganz schön schwer. Und ist drin. Sehr gut. So, hier machen wir auf. Der ist sehr viel schwerer als der hier. Das machen wir mal so. Und dann mal gucken, ob es funktioniert. Öltank, 0,8 Liter. Geil, das funktioniert. Ja, umgefüllt. So, lassen wir den mal. Oder ich schmeiß den mal hier in den Kofferraum. So, es wird dunkel schon wieder. Oh, wollen wir doch mal sehen, ob der jetzt ein bisschen mehr Power hat. Zumindest sieht er besser aus. Oh ja. Und wie der mehr Power hat. Der zieht ja ab wie Gift. Okay, geile Sache. Und ist sehr viel ruhiger. Boah, Stein. Der ist sehr viel ruhiger als unser anderer Motor. Well. Huch, ich hoffe, wir sind nirgends dagegen geknallt. Ein riesiger Ruckler. Ah, Motor ist noch drin. Jedoch brauchen wir den eigentlich nicht mitnehmen. Den Motor, das ist, der braucht nur mehr Sprit, wenn wir den rumfahren. Der andere ist ja jetzt doch deutlich besser, wie wir gesehen haben. So, du bleibst hier. Da haben wir noch ein Rad. Ja gut, falls wir eins verlieren, lassen wir das mal drin. Wir haben nämlich schon wieder eine Radkappe verloren. Licht haben wir auch nur eins, wie gesagt. Ah, shit. Hier liegt mein Innenspiegel. Schön, wir sind wieder irgendwo dagegen geknallt. Alles verstellt hier. So, ich schlaf im Fahrzeug und hoffe, dass mich bei Nacht nicht die Hasen fressen. Nein, ich habe ja Peaceful eingeschalten. Friedfertig. So. Wir düsen weiter. Mit dem coolen neuen Motor. Der beschleunigt echt gut. Fast schon zu gut. Oh nein.
Wo sind wir denn jetzt wieder drauf gefahren? Und was ist das da hinten? Wir haben bestimmt jetzt wieder irgendwas verloren. Aber er fährt noch. Also von dem her, Räder scheinen noch alle dran zu sein. Da entsteht irgendwie gerade Landschaft da hinten. So, mal schauen. Der geht schon auch ganz gut ab. Das ist nur schwierig hier mit den Steinen. So, da haben wir wieder irgendwas. Da könnte Sprit sein. Wir müssen jede Gelegenheit nutzen. So. Ich kletter mal eben nach oben und hoffe, dass da ein bisschen Sprit am Start ist. Was ist das? Eine Knarre? Mit 6 Schuss? Wow. Komme ich da wieder runter? Gut, sonst war leider nichts oben. Die muss ich jetzt mal ausprobieren. Bleib stehen. Hase. Was? Das funktioniert. Wie geil. Ja, da könnten wir ja Peaceful wieder anmachen. Ja, ausmachen. Ist ja krass. Vor allem die Entfernung ist halt geil. Okay, sehr gut. Die 3 Schüsse lasse ich mal drin. Wobei wir die bestimmt verlieren. Wenn wir wieder irgendwo drauf knallen. Oh nein. Jetzt habe ich da reingeschossen. Die da reinlegen. So. Toll. Habe ich mir ein Loch in die Tür geschossen. Na super. Das kriege auch nur ich hin, ne? Okay, weiter geht's. Wir müssen Sprit finden. Ganz dringend. Denn die Reserveleuchte leuchtet schon eine Weile. Oh, ich hasse diese Ruckler. Wenn er da irgendwas nachlädt. Aber ich weiß nicht, ob das die Musik ist. Vielleicht müsste ich da... Moment, kann ich das in den Optionen vielleicht einstellen? Settings? Ja, hier. Custom Radio machen wir aus. So. Oh, hat er das gespeichert? Ja. Vielleicht lädt er dann nicht mehr in meinen Ordnern rum. Was zu Verzögerungen und kurzen Freezes führt. Denn ja, die können auch ganz schön tödlich enden. Sehen wir dann. Also die Musik kommt ja jetzt eh von Winem. Läuft die Playlist nebenher. Hoffe ich mal, dass er jetzt nicht mehr nachladen muss. Und ich hoffe mal, dass wir bald Sprit finden. Oh, die Karre geht ja wie Sau. ...140, ziemlich gefährlich, so schnell zu fahren. Vor allem auf der Straße hier. Wow. Mit Steinen. Guck, die macht voll den Bogen. Immer noch 100 und ich gebe schon lange kein Gas mehr. Also der Motor gefällt mir, der ist gut. Den müssten wir nur irgendwie putzen.
Aber wir haben, glaube ich, keine Bürste mehr dabei. Die ist mittlerweile, glaube ich, weggeflogen. Kann ich eigentlich während der Fahrt die Türe aufmachen? Oh ja. Wäh. Wäh. Okay. Ja. So viel zum Tür aufmachen während der Fahrt, ne? Ist ein bisschen gefährlich. Wird mir hier angezeigt? Nö. Kann ich nur abbauen. Also jetzt haben wir zumindest schon mal unseren Kombi. Ach Mensch. Jetzt haben wir unseren Kombi zumindest schon mal ganz schön getuned mit dem neuen Motor. Das ist schon mal ziemlich cool. Aber ich kann mich erinnern, da gab es auch noch geilere Autos. Der würde dann natürlich den Motor hier kriegen. Außer der hat einen besseren, der optisch irgendwie cool aussieht. Es ist blöd, dass man da keine Stats hat. Wie beim Öl zum Beispiel oder bei den Flüssigkeiten, wie viel noch drin ist. Dass man da sehen könnte, wie viel PS die haben oder so. Aber der hier hat definitiv deutlich mehr Zunder. Und da haben wir nochmal so einen Aussichtsturm. Würde ich mal hinsteuern. Handbremse. Oh oh. Ja. So. Einmal nach oben tingeln. Der Sonne entgegen. Oh, was sehe ich denn hier? 0,3 Liter Öl. Ja. Nochmal eine Knarre. Ja. Nur her damit. Und so ein Licht haben wir, glaube ich, auch verloren. Oh, das habe ich jetzt sehr weit geworfen. Ja, ich würde gerne hier runter. Wieder. Alter. Boah. Schier auf den Boden geklatscht. Hier gibt es nämlich einen Fallschaden. Die hat auch 6 Schuss. So, dann haben wir 2 Knarren auf dem Rücksitz. Na, komm her. Ich dachte gerade, wir haben gar kein Licht mehr. Was ist mit dir hier? Nein. So, mein Körbchen ist sonst wo rumgeflogen. Rein damit. Egal, wir schmeißen einfach alles in den Kofferraum. Huch. Hier gegen mein Mischpult mit der Maus gekommen. Gut. So, dann lasst uns weiter düsen. In der Hoffnung nach Sprit. Öl haben wir ja voll, deswegen habe ich das Öl jetzt hier nicht mitgenommen. Die 0, sowieso Liter. Ist ja sowieso Pillepalle. So, ich will natürlich nicht wieder Crash bauen. Deswegen lasse ich mal hier ein bisschen langsamer rollen. Fahren wir mal so 100 plus minus. Ist schnell genug und schwierig genug zu lenken. Es ist tatsächlich so, je schneller man fährt, desto furchtbarer ist die Karre zu kontrollieren. Kann natürlich auch am Auto selber liegen. Wir haben ja jetzt noch kein anderes Auto getestet. Also kann gut sein, dass andere Autos auch anders fahren. Aber mich wundert immer noch, warum wir in den Bus nicht reingekommen sind.
Vielleicht habe ich die falsche Tür probiert. Vielleicht gab es da noch irgendeine Tür, die aufging. Aber ich habe mehrere Türen probiert. Aber wir haben definitiv ein Busrad gefunden. Oder ein LKW-Reifen. Also ein Rad. Mit Felge sogar. Ich meine, gut, eins von, ich weiß nicht, der Bus hatte wahrscheinlich 6 oder so. Haben ja meistens hinten Zwillingsreifen oder sogar Doppelachsen oder keine Ahnung. Also da könnte es gut sein, dass wir da nie und nimmer irgendwo noch weitere Felgen gefunden hätten. Weitere Räder. Aber da vorne sehe ich wieder was. Sehr gut. Jetzt nur hier auf der Straße bleiben. Oh, das ist wieder so ein... Wow. Aber nix. Wow. Ach Mensch. Ja. Da haben wir uns erfolgreich wieder mal gedreht. Da steht nochmal ein Bus. Mitten auf der Straße. Nein. Ja. So, mich würde auch interessieren, was da immer so klackt an dem Auto. Irgendwas klickert und klackert doch da. Hier kommt man nicht rein, da kommt man nicht rein. Hier sind gar keine Türen. Ja, der hat nämlich 1, 2, 3, der hat 6 Räder. Minimum. War das Geräusch im Lied? Und was ist das da hinten überhaupt? Ist das ein Fehler in der Map oder? Da sind voll die Löcher drin. Da kommt bestimmt der Motor rein. Aber wenn wir da nicht mal einsteigen können, geschweige denn was abmontieren können, Adjust Mirror, das geht. Aber abmontieren können wir nichts. Naja, ich schau mal hier rein. So, was ist das? Ein Kaktus wahrscheinlich. Der hier so wirr daherhängt. So, haben wir hier unten irgendwas? Einen Arm. Warum haben wir hier einen Arm? Einen menschlichen Arm, den wir irgendwo hin machen können. Machen wir doch mal hier hin. So. Ja. Keine Ahnung. Fragt mich nicht, warum da ein Arm liegt. I don't know. So. Was haben wir hier? Licht? Ach, hier draußen. Das ist ja cool. Und hier? Auch. Sehr schön. Oh, was bist du? Sprit. Wir haben Benzin gefunden. Alle hopp. Hopsa. Naja gut, liegt auf dem Auto, ist okay. Scheibe ist nicht kaputt. Ein Schwamm. Naja. Warum nicht? Ja. Zack. So. Schwamm ist auch beim Auto. Ich schau mal runter. Einen Spiegel. Ist aber so ein Mofa-Spiegel. Ich bezweifle, dass wir den bei uns ans Auto montieren können. Okay. So,
Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft eigentlich. Ich meine, ein bisschen Sprit haben wir gefunden, nicht wirklich viel. Hier so eine ganz tolle Tür. Aber wenigstens ein bisschen Sprit. Ist ja schon mal ein Anfang. So, und haben wir hier irgendwo was? Da hüpfen die Hasen rum. Aber sonst nichts. So, gucken wir mal hier drauf. Ich möchte ungern runterfallen. Jetzt habe ich natürlich kein Licht dabei. Oh. Hui. Und wohin? Oh je, ganz weit weg. So, liegt hier auch was drauf? Nein. Lag hier irgendwas? Oder was wollte der mir gerade vorschlagen, dass ich tue? So, hier ist auch nichts. Hier drumherum. Nee. Naja, wenigstens das mit den Leitern. Oder das mit dem Klettern klappt. Was ist das? Kippen. Weg damit. Ich schlaf mal hier oben. Okay, das ist freaky. Egal, wir haben geschlafen. Da liegt auch was oben drauf. Komme ich nicht ran. Na gut. Dann nichts wie wieder runter. Wow. Okay, das hat zum Glück nicht wehgetan. Die Sachen einsammeln, die wir zum Auto geschmissen haben. Oh, hier geht's auch noch rüber. Da stehen Betten. Da hätten wir auch im Bett schlafen können. Na ja, gut. Huch. So, hier auch. Na ja, gut, dann fall halt runter. So, ja, hat sich ja nicht so sehr arg gelohnt. Aber mich wundert echt, dass wir hier nicht reinkommen. Echt schade. Ich drück E, ich drück F. Ich mache meinen Arm lang. Ach, das ist der Fuß. Fuß und Arm. Schade, wirklich schade. So, hier haben wir 0,6 Liter Benzin. Die füllen wir natürlich gleich mal rein. Da haben wir noch 4,3 Liter drin. Und jetzt sind es 4,9. Und ein Einschussloch in der Tür. Wie geht denn sowas? Komm her, du. Sind wir eigentlich... Sind wir dreckig hier? Also Einschussloch wegwischen. Scheiben putzen. Oh ja, bisschen. Ja. Können wir den auch putzen? Bus hier, fremden Bus putzen. Ne, ich glaube, der ist kein fahrbares Fahrzeug, sonst könnten wir den bestimmt jetzt putzen. Können wir aber nicht. Also von dem her. So. Rein damit. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal eine kleine Folgenpause und sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei The Long Drive und dann driven wir da long. Bis dahin, macht's mir gut. Ciao.